hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Und vielleicht musst du gerade auch Anatomie lernen, tust dir da schwer, bist geblättet von der ganzen Stoffmenge. Und heute möchte ich dir zeigen, wie du dir die Knochen einprägen kannst. Und nicht nur die Knochen, sondern es soll hauptsächlich darum gehen, wie du dir von den ganzen Knochen die einzelnen Details und markanten Punkte einprägen kannst und dir dazu auch die ganzen medizinischen und lateinischen Begriffe einprägen kannst. Dann noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 5. November 2022 findet wieder unser Online-Lernworkshop statt von Happy Hippocampus, wo ich dir einen ganzen Tag lang Lerntechniken erkläre, wie du es schaffst, wirklich Zeit und Nerven, enorm viel Zeit und Nerven beim Lernen, beim Auswendiglernen ja sparen kannst. Ich werde dir die unterschiedlichsten Lerntechniken, Gedächtnispaläste, Geschichtenmethode, Schlüsselwortmethode und so weiter so erklären, dass du selbst dann in der Lage bist, dies an deinem eigenen Stoff anwenden zu können. Und ja, würde mich freuen, wenn du noch dabei bist. Und jetzt aber zum eigentlichen Themen. Wie kannst du dir die ganzen Details von Knochen einprägen? Am Beispiel vom Humerus. Ja, du findest hier auf unserem Kanal schon viele weitere Videos auch, wie du Anatomie lernst, wie du zum Beispiel den Plexus brachialis dir einprägen kannst oder auch ganz viele Videos in unserem Online-Lernpaket. Und heute möchte ich dir aber erklären, wie du dir die einzelnen Details und Strukturen einfach und auch langfristig einprägen kannst. Ich verlinke dir hier oben mal das Video. Dort habe ich dir schon erklärt, wie du allgemein dir die Knochen einprägen kannst. Du kennst vielleicht das Video. Der Humerus, um den es eben heute gehen soll, der Oberarmknochen, könntest du dir vorstellen. Humerus klingt wie Hummer und könntest dir vorstellen, wie in den Knochen oder in deinen Oberarmknochen dir ein Hummer beißt. Und so könntest du dir prinzipiell erstmal merken, wie der Fachterminus eben für den Oberarmknochen ist. Aber heute soll es eben darum gehen, wie du wirklich die Details dir von so einem Knochen einprägen kannst. Versuch dir die Sachen, wo ich dir sage, möglichst gut auch vorzustellen. Es hilft manchmal auch die Augen zu schließen, sich das wirklich visuell vom inneren Auge vorzustellen. Dann bleibt es einfach nochmal besser hängen. Das so am Rande noch ein kleiner Tipp. Okay, also fangen wir an. Ja, und wie du vielleicht gesehen hast, unser Skeletti da hinter mir hat schon seinen Oberarm verloren. Den habe ich mir jetzt mal geklaut, um dir das genauer zu zeigen. Das ist jetzt der rechte Oberarm. Ich kann dir auch empfehlen, in dem Anatomieatlas das vielleicht parallel mit aufzuschlagen. Da siehst du es nochmal schöner, kannst es auch besser nochmal mitverfolgen. Genau, ich werde es dir aber versuchen, möglichst trotzdem gut an diesem Musterplastikknochen vom Skeletti hier eben zu veranschaulichen. Okay, fangen wir einfach mal oben an. Oben haben wir das Caput Humeri. Und wie merken wir uns jetzt solche Begriffe? Zum einen kannst du es so machen, dass du dir die Fachbegriffe direkt an dieser Knochenstelle einprägst. Und nicht nur die Begriffe an sich, sondern wenn du uns schon länger folgst, wir arbeiten sehr viel mit Bildern, mit Gedächtnispalästen, mit verschiedenen Lerntechniken und da ist immer die Grundlage, dass man sich abstrakte Dinge, wie zum Beispiel in unserem Fall hier jetzt, die Fachbegriffe, Details in Bilder umwandelt. Und diese Bilder, diese verknüpfen wir dann an dieser markanten Stelle. Also schau dir an, wie sieht die Struktur aus von dem Knochen, was macht die aus? Jetzt hier der Kopf von dem Knochen, könntest du dir vorstellen, der ist schön rund. Und was überlegen wir uns jetzt für Bilder für Caput Humeri? Caput klingt vielleicht wie Kapuze oder ein Kapuzenpulli, also Caput wie Kapuze. Und als zweites Humeri. Da könntest du dir wieder, wie im Humerus, beim eigentlichen Knochen, Humerus klingt so ähnlich wie Hummer, einen Hummer vorstellen. Und jetzt kannst du dir das irgendwie verknüpfen, vorstellen an diesem runden Teil von diesem speziellen Knochen vom Humerus. Je extremer, je verrückter, je skurriler, je abgefahrener, je lustiger es ist, umso besser und langfristiger bleibt es dann letztendlich auch hängen. Das hast du wahrscheinlich auch schon in anderen Videos von uns gehört. Also, die Kapuze, du könntest dir vorstellen, wie die Kapuze hier diesen runden Teil abdeckt. Sieht vielleicht aus wie so ein runder Glatzkopf und da könnte man eben die Kapuze drüber hängen. Und du denkst, hoch unter der Kapuze, da bewegt sich doch irgendwas und da kommt ein Hummer heraus und beißt dir vielleicht in die Nase oder beißt sich hier an dem oberen Kopf hier von dem Knochen fest oder krallt sich in die Kapuze und du willst die Kapuze abmachen und der Hummer hat sich da reingebissen. Wie gesagt, je skurriler, je komischer, je verrückter es ist, umso besser prägt sich es dann eben auch ein. Also, Caput Humeri, die Kapuze mit Hummer, die wir hier verknüpft haben mit der Kapuze, die hier irgendwie diese Rundung abdeckt, dann wissen wir, ach ja, die Kapuze passt schön hier auf die Rundung. Dann weißt du auch, diese Stelle ist wirklich das Caput Humeri. Und dass du weißt, dass es Kapuze wie Caput heißt und eben Humeri, Humeri, eben haben wir uns den Hummer gemerkt. Der Hummer klingt eben wie Humeri, also Caput Humeri. So kannst du es jetzt weitermachen. Ich will dir noch ein paar einzelne Beispiele geben, wie du das eben konkret jetzt weiter vervollständigen kannst. Denn es ist ja nicht die einzige Stelle hier,
die wir uns einprägen möchten zu dem Knochen, sondern es gibt da noch viele weitere Strukturen und Details. Genau, also machen wir weiter. Als nächstes kommt hier das Column Anatomicum, das quasi so die Grenze vom Carpo tumori darstellt. Und dieses Column Anatomicum könntest du dir so vorstellen: Column klingt vielleicht wie Collie, Column wie Collie, ein Hund. Vielleicht kennst du auch einen Collie, könntest dir also so einen Hund vorstellen. Und Anatomicum könntest du dir vielleicht deinen Anatomie-Prof vorstellen oder Professorin. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie dieser Collie hier auf dieser Struktur entlang patrouilliert. Und sobald da einer drüber laufen will, in unserem Fall vielleicht dann der Anatomie-Prof oder Professorin, dann von dem Hund angegangen wird, angebellt wird, vielleicht sogar gefressen wird, da kannst du dann deiner Fantasie freien Lauf lassen. Okay, also Column Anatomicum. Collie, der Hund, damit merken wir uns Column und der Anatomie-Professor oder die Professorin Anatomicum. So, dann geht es weiter mit dem Tuberculum majus. Und zwar ist es diese Struktur hier und Tuberculum majus, kannst du dir auch überlegen, Tuberculum, wie klingt das? Vielleicht Tuba, wie eine Tuba und Culum, vielleicht herumkullern und du könntest dir vorstellen, eine herumkullernde Tuba. Also Tuberculum merken wir uns mit der Tuba, die herumkullert und majus klingt vielleicht so ähnlich wie Major. Da könnte man sich so einen Soldaten, einen Major oder Major im Englischen ja vorstellen. Und wie verknüpfen wir das Ganze mit dieser Struktur? Du könntest dir vielleicht vorstellen, wie dieser Major hier auf dem Berg, auf diesem Vorsprung, auf diesem Knochenvorsprung steht und vielleicht, was weiß ich, ja, eine Rede hält und dabei zum Marsch bläst mit einer Tuba, aber der ist so motiviert und ist da so euphorisch mit seiner Rede, dass er die Tuba runterfallen lässt und sie kullert hier dieser Knochenstruktur herunter. Also, Tuberculum majus, die Tuba, die dann herunterkullert und majus, der Major, mit dem wir uns eben Majus merken, kannst du dir da oben vorstellen, wie dieser da oben herum hüpft und seine Rede schwingt und zum Marsch bläst mit der Tube, die dann herunterfällt und herumkullert. Tuberculum majus. Genau, dann noch zum weiteren Vorsprung, hier das Tuberculum minus. Du könntest dir jetzt für minus auch nochmal ein extra Bild dir überlegen, aber in dem Fall würde ich es mir einfach logisch herleiten. Beides sind hier und hier haben wir jeweils ein Tuberculum. Einmal das große, Major, wenn du Latein erkennst oder Majus steht eben für groß und eben Minus für klein oder kleiner. Deswegen kannst du es dir auch ja, herleiten. Wenn du aber auf sicher gehen möchtest, kannst du dir auch für Minus nochmal ein Bild überlegen. Das kannst du jetzt gern mal selbst überlegen. Ich würde es mir jetzt einfach so merken: Hier herüben haben wir auch wieder ein Tuberculum, also eine Tuba, die herumkullert. Vielleicht ist die ja, Tuba auch ein bisschen kleiner, weil das eben hier auch ein kleinerer Hügel oder Berg darstellt quasi. Und stellst dir eben auch vor, wie hier diese Tuba vielleicht ganz komisch klingt, weil die eben hier am Herumkullern ist und vielleicht schon total verbeult ist. Okay, Tuberculum majus und Tuberculum minus. Genau, dann als nächstes noch hier der Sulcus in der Tubercularis. Entweder du leitest dir es auch wieder logisch her, weil du weißt, hier diese Vertiefung, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, schau gerne auch in dem Anatomieatlas nochmal nach, dir die genauen Strukturen, wie die verlaufen. Auf jeden Fall kannst du dir, wenn du es eh weißt, den Sulcus mit Vertiefung einfach so herleiten, weil es eben hier so eine Vertiefung ist. Und inter heißt ja zwischen im Lateinischen, also kannst du dir ja gut vorstellen, dass es eben zwischen jeweils dem einen Tuberculum und dem anderen liegt. Also inter dazwischen und tubercularis eben wegen dem Tuberculum oder ja, links und rechts das Tuberculum. Okay, wie kannst du es dir jetzt merken, falls du vielleicht noch relativ neu Anatomie lernst und die ganzen Begriffe, die dir noch nicht so geläufig sind? Sulcus eben wie Sultaninen. Das Coole ist, die ganzen Begriffe, die ich jetzt auch so sage, kommen auch in unserem Lernpaket eins zu eins so vor. Das heißt, wir nehmen immer die gleichen Bilder für die gleichen Begriffe, Fachtermini, auch bei den Knochen. Also immer, wenn du ja die Rosinen auf die Rosinen treffen solltest, weißt du immer, ach ja, die Rosinen stehen bei uns in all unseren Gedächtnispalästen, Merkvideos oder hier auf YouTube immer quasi für Sulcus wie Sultaninen. Okay, dann inter. Da haben wir immer einen Interviewer. Interviewer, der Interviewer steht immer für inter, für die Silbe oder für den Begriff inter. Und dann als letzten Teil des Fachbegriffs Tubercularis, da haben wir jetzt schon ja die Tuba kennengelernt, also könnten wir auch hier wieder natürlich die Tuba uns überlegen. Und jetzt könntest du eben hier dir einprägen, wie überall Rosinen liegen, der Interviewer vielleicht zu seinem Interview laufen möchte und hier ausrutscht und vielleicht ja überall kleben bleibt und
dann, mit der er zum Interview gehen wollte, seine Tuba eben auch verliert und die dann herumkullert, weil er eben stolpert über diese ganzen Rosinen. Du kannst vielleicht auch mal hinlangen, wie klebrig es ist, weil hier überall Rosinen kleben. Das mache ich bewusst so, weil je mehr Sinne, Emotionen du damit reinbringst und es wirklich vielleicht die Rosinen auch riechst und die Tuba rollen und kullern hörst, je mehr Emotionen, Sinne du damit reinpackst, umso besser und langfristiger kannst du die Sachen eben dann auch merken. Okay, also die Rosinen mit dem Interviewer und der Tuba, die herumkullert, merkst du dir also Sulcus wie Sultaninen, Inter wie Interviewer und Tubercularis eben wegen der Tuba, die herumkullert. So, als nächste Struktur das Collum Chirurgicum. Und da kannst du dir einprägen, wie ich es gerade schon gesagt habe, für gleiche Begrifflichkeiten kannst du gern die gleichen Bilder verwenden. Collum ist wieder der Colli. Hier kannst du dir wieder vorstellen, wie hier der Colli entlang läuft. Vielleicht wacht er hier auch wieder oder läuft diese Grenze, diese Linie hier ab. Und er operiert vielleicht hier irgendwie selbst, hat vielleicht so einen Mundschutz auf und ja, Operationsbesteck in der Hand und operiert hier irgendwas. Ja, in dieser Rinne. Und so kannst du dir vorstellen, der komische Colli, der hier herum operiert wie ein Chirurg, kannst du dir eben mit dem Colli, Collo merken und Chirurgicum wie ein Chirurg. Oder du könntest dir am Beispiel von vorhin merken, okay, hier ist wieder der Colli, der deinen Chirurgie-Prof oder Professorin auch wieder auffrisst oder vertreibt, weil die hier vielleicht auch ja, unerlaubt an dem Knochen, an deinem Knochen herum läuft. Okay. So, jetzt noch die nächste Struktur hier weiter unten. Die Tuberositas deltoidea. Und hier kannst du dir auch wieder Tuberositas überlegen, was fällt dir da vielleicht für einen Begriff ein oder Begriffe, die so ähnlich klingen. Die Vorsilbe Tuber haben wir jetzt schon ja, besprochen. Tuber können wir wieder die Tuber nehmen. Und die Endung Rositas könntest du dir eine Rose oder Rosen vorstellen, wie vielleicht jemand hier die Tuba spielt, wo es hier vielleicht auch lauter Rosen aus diesem Knochen herausbläst oder eben aus der Tuba herauskommen. Und Deltoidea könntest du dir überlegen, Deltoidea klingt vielleicht wie Delta, wie ein Flussdelta und könntest dir hier ein Flussdelta vorstellen, wie vielleicht auch du selbst mit einer Tuba in diesem Wasser umherschwimmst und lauter Rosenblätter aus der Tuba heraus es oben bläst. Oder du kannst dir vorstellen, wie in diesem Delta, in diesem ja, Flussdelta alles voller Rosen ist und du bläst irgendwie dazu einen romantischen Song auf deiner Tuba. Okay, also. Hier die Knochenstruktur, die nächste. Tuberositas deltoidea, also die Tuba für Tuba. Und die Rosen, die eben aus der Tuba fliegen, die Tuberositas. Deltoidea kannst du eben damit merken, dass es ein Flussdelta ist, das sich hier befindet an dieser Struktur. Also ich glaube, du hast das Grundprinzip verstanden, dass du eben die einzelnen Details, einzelnen Knochenstrukturen in Bilder umwandelst und die dann an den entsprechenden Knochen, ja, Details, Vorsprüngen, Sulci und so weiter verknüpfst. Schau dir dann einfach an, was ist vielleicht markant, was macht diese Stelle, dieses Detail am Knochen besonders, was zeichnet es aus? Und diese Eigenschaft packst du dann mit in deine kleine Geschichte, in diese kleinen Szenen, die du dir überlegst. Ja, und damit das Video jetzt nicht zu lang wird, kann ich dich mal auffordern, und das ist immer wichtig bei den Lerntechniken, einfach mal selbst es auszuprobieren, dich auffordern, einfach mal für die weiteren ja, Strukturen, die an diesem Humerusknochen, es selbst die Bilder zu überlegen, selbst so kleine Geschichten, schreib mit deinen Ideen gerne auch ja, in die Kommentare und teils mit den anderen, die zuschauen. Und je mehr du auch selbst übst, umso einfacher wird es dir fallen, auch dir dann andere Strukturen noch an anderen Knochen ja, einzuprägen und so weiter. Das geht natürlich, wie gesagt, nicht nur jetzt am Humerus, sondern du kannst es dir an Knochen, Radiales und so weiter natürlich auch genauso einfach einprägen. Und du kannst dich ja mal testen und fragen, vielleicht in ein paar Tagen, in der Woche, habe ich das, was ich gesagt habe, kannst du das noch ja, rekapitulieren? Weißt du noch, okay, was war da oben, wie hieß es, ach ja, die Kapuze und so weiter. Und ja, kannst dich mal selbst testen und du wirst sicherlich fasziniert sein, wie gut man sich eben solche Bilder oder solche Knochendetails in Form von Bildern und so kleinen Geschichten einfach viel, viel besser einprägen kann und sich auch noch langfristig dann, wenn du dir das einmal wirklich gut vorgestellt hast, wirklich langfristig ja, abspeichern kann. Also wie gesagt, übt es gerne mal hier an den Knochenstrukturen, die dann weiter unten kommen. Schreib es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wie gesagt, üben, üben, üben. Umso mehr du übst, umso vertrauter werden dir solche Lerntechniken und du tust dir dann echt auch in anderen Bereichen in der Anatomie dann ja einfacher. Noch ein kleiner Tipp. Weiter unten kommen zum Beispiel noch die Fossa radialis. Für Fossa könntest du dir ein Fass vorstellen. Für Radialis ein Rad oder ein Einradfahrer. Ein Einradfahrer verwenden wir immer für Radialis, auch in anderen Videos.
Und so kannst du dir dann auch wieder eine kleine Geschichte an der entsprechenden Stelle am Knochen überlegen und kannst dir so dann die ganzen Details ja einprägen. Ja, und falls du gerade dabei bist, zum Beispiel noch die ganzen Arterien dir einzuprägen oder Plexus brachialis, Nerven und so weiter, dann schau gerne auch mal in unser Online-Lernpaket rein. Da bauen wir dann schon dir solche Merkhilfen, hauptsächlich auch Gedächtnispaläste und wo du dir einfach nur das Video einmal angucken musst und dann dir zum Beispiel den kompletten Plexus brachialis eingeprägt hast. Ein Beispiel, Plexus brachialis Video, den ersten Teil gibt es auch hier auf YouTube, kannst ja dir gerne mal anschauen und dich davon überzeugen, wie gut es funktioniert. Und noch der kleine Hinweis und Reminder, am 5. November ist unser Online-Lernworkshop. Wenn du noch viele weitere solche Lerntechniken von mir beigebracht bekommen möchtest, dass du eben selbst die an anderen Themen, an auch komplexeren Themen, nicht nur in der Anatomie, dann in deinem Studium anwenden möchtest oder dann eben auch kannst, wenn du eben diese Lerntechniken ja mal erklärt bekommst und auch viele Beispiele dann beim Workshop ja gezeigt bekommst, mit denen du dir dann wirklich enorm viel Nerven und Zeit sparen kannst. Genau, würde mich freuen, wenn wir uns entweder im nächsten Video sehen oder dann eben bei unserem Online-Lernworkshop jetzt am 5. November 2022. Wie gesagt, falls der Termin schon rum ist, schau gerne auf unserer Homepage vorbei, da stehen immer die aktuellen Termine. Ansonsten würde es mich mega freuen, lass einen Daumen nach oben da, wenn du gesagt hast, das hat dir geholfen, du kannst jetzt schon ein paar Knochenstrukturen, kannst es auch für dich dann anwenden, für die Zukunft, für andere Knochen. Gerne auf jeden Fall uns unterstützen und auch ja, uns abonnieren, wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest. Klick auch gerne aufs Glöckchen, dann wirst du immer erinnert und verpasst kein Video von uns. Und ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Anatomielernen und würde mich freuen, ja, wenn du vielleicht deine Ideen auch unten in die Kommentare schreibst, was du dir sonst noch am Knochen eingeprägt hast. Also bis zum nächsten Video und vielleicht dann bis zum Workshop. Mach's gut, ciao!